Hallo ihr Lieben, ein kleiner Haul, so ein bisschen DM und ein bisschen Rossmann. Man muss ja so, ne, so nach dem Urlaub wieder so ein bisschen was einkaufen. Was fehlte? Zum Beispiel Lebensmittel, die man auch in der Drogerie kaufen kann. Ich habe beim Rossmann einen Haferdrink Natur gekauft, eine Bio-Hafermilch ohne Zuckerzusatz. Und ich benutze die jetzt fürs Müsli oder wenn ich mir einen Eiskaffee mache. Das schmeckt total lecker, wenn man sich einen Eiskaffee macht, also mit einem Espresso und Eiswürfeln und diesem Haferdrink und das so ein bisschen shaked, schmeckt super. Dann Cashewmus, das kann man benutzen als Brotaufstrich, unter Honig, unter Marmelade, für Salate, zum Kochen auch. Ne? Also ich benutze das auch zum Kochen für bestimmte Gerichte. Wenn man jetzt zum Beispiel auch dieses Bulgur oder Couscous mit Gemüse macht, kann man dann so ein bisschen Cashewmus mit drüber träufeln, weil es ist relativ dünnflüssig, ist sehr hochwertig, kostet allerdings 5,99 Euro. Dann die roten Linsen, die benutze ich immer fürs Curry. Also wenn ich ein Curry mache jetzt, was sehr schön ist, so ein Gemüsecurry und dann rote Linsen mit dazu. Ist sehr gesund. Ich möchte mich jetzt nicht hier als Gesundheitsfanatikerin aufschwingen, auch wenn ich diese Kochvideos dann machen werde. Ich werde jetzt keine veganen, vegetarischen, was weiß ich, Superfood, so gesunde Essen euch vorstellen. Einfach natürlich schon, was irgendwie gesund ist und uns gut tut, also für Leib und Seele. Aber ich möchte mich nicht da jetzt irgendwie als große Ernährungsberaterin aufspielen, sondern einfach Gerichte dann zaubern, die schmecken. Weil für diese anderen Themen gibt es genug andere Leute. Und also wie gesagt, diese roten Linsen sind ziemlich lecker. Die kaufe ich sonst immer, also im Alnatura. Aber ich habe die gestern gesehen beim Rossmann, dachte, okay, nimmst du die mal mit. Und die Cashewkerne. Also da habe ich einen ziemlich hohen Verbrauch an Cashewkernen, weil die mache ich mir auch immer ins Müsli. Oder über den Salat. Ich esse die auch so. Favorisiere ich momentan mehr als Walnüsse. So, das war es auch schon vom Rossmann. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe meine Haarfarbe gesucht. Diese von Polycolor. Dunkelblond. Ich habe mich übrigens versprochen in diesem Aufgebraucht-Video. Da habe ich dunkelbraun gesagt. Also dunkelblond habe ich immer. Und diese Farbe habe ich weder beim DM noch beim Rossmann bekommen. Ich war in mehreren, also alle möglichen Farben gab es. Und was mir noch aufgefallen ist, die kosten jetzt 1 Euro mehr, diese Haarfarben. Die kosten 1 Euro mehr. Weiß der Geier, warum? Ist halt so, können wir nicht ändern. Ne? Also ist immer noch preiswerter als Friseur, aber 1 Euro mehr ist mir direkt aufgefallen. Dann beim DM ein Bio-Fenchel-Anis-Kümmeltee, den braucht man immer, wenn man so ein bisschen Magenprobleme hat. Wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel Linsen gegessen hat oder irgendwie was isst. Ich habe so eine leichte, ganz leichte Laktose-Intoleranz. Also wenn ich irgendwie einen Joghurt esse oder was ich sehr gerne esse oder Käse, dann kann ich darauf warten, dass sich mein Bauch so ein bisschen weitet. Das ist nicht so angenehm. Und da helfen diese Fenchel-Anis-Kümmeltees. Also mir helfen sie. Und sie sind auch ein angenehmer Durstlöscher für zwischendurch. So. Und wenn ich gut schlafen kann, so wie ich, das ist Kappa. Das ist auch so Fair, so Fairy und Bio Sweet Dreams. Das ist mit Lavendel. Mit Lavendel und Kamille und Zitronenmelisse werde ich ausprobieren. Also so einen guten Abendtee. Mal sehen, vielleicht kann ich dann ein bisschen besser schlafen. Vielleicht habt ihr ja Erfahrung damit. Also ich hatte schon mal andere Lavendel- oder gut schlafen-Tees. Also diese Marke kenne ich nicht. Ich habe sie jetzt mitgenommen. Probieren wir aus. Was auch aufgebraucht war und was ich unbedingt neu brauchte, war dieser Froschreiniger, Spüllotion. Ich nehme eigentlich immer das Gleiche. Ich nehme immer Aloe, also Aloe Vera. Die Scranberry ist aber auch nicht schlecht. So, dann kommen wir zu den Zahn- Interdentalbürstchen, das sind die ganz feinen, benutze ich regelmäßig, also abends, um die Zwischenräume zu reinigen. Ich empfehle das besonders Frauen, die jetzt irgendwie Brücken haben, wenn man jetzt auch nicht mit der, oder so Kronen, wo man nicht mit der Zahnseide hinkommt. Die Zwischenräume zu reinigen ist ganz, ganz wichtig. Interdentalbürstchen gibt es, also die sind, glaube ich, ganz preiswerte. Die Preiswerte sind von DM. Und was ich auch, ich hatte meinen Urlaub dann weggeschmissen, einen, das ist so ein Zungenreiniger. Und diese Zungenreiniger, die sind, also die helfen jetzt
Also nicht nur für einen frischen Atem. Ach so, ich lese euch das gleich mal vor. Ich habe unter anderem mir eine neue Lesebrille gekauft, weil ich habe überall, ich habe vom Optiker eine spezielle und auch so überall Lesebrillen rumliegen, weil ich ja nicht so gut sehen kann. Also ich kann wunderbar sehen, aber ich kann nicht so gut lesen. Also ich brauche eine Lesebrille. Deswegen gehen auch Kontaktlinsen nicht, weil ich ja weit wunderbar gucken kann. Also ich habe mir eine Lesebrille gekauft. Das ist so ein Modell Harry Potter, würde ich sagen. Also fast. Ich finde es ganz cool. Und dieser Zungenreiniger besagt, was besagt denn der eigentlich? Also, okay, er beseitigt Bakterienbelege, bekämpft Mundgeruch und verbessert das Geschmacksempfinden, was ich durchaus bestätigen kann. Mit doppelter farbiger Borstenreihe für gründliche Reinigung. Kenne ich so noch nicht, ich hatte einen ganz simplen. Und was sagt denn die Wissenschaft dazu? Die Wissenschaft sagt, es ist also erwiesen, dass Bakterienbelege auf der Zunge eine der Hauptursachen für Mundgeruch sind. Gut, das habe ich jetzt nicht, aber ich finde diesen Zungenreiniger insofern klasse, weil er den Geschmack irgendwie, also man hat echt einen besseren Geschmack, weil es setzt sich ja doch sehr, sehr viel auf der Zunge ab. Und also diese verwendeten Materialien, dieses Zungenreinigers schützen die Schleimhaut und sorgen für stabile Grifffestigkeit, bla bla bla. Also auf jeden Fall sorgt es für eine ausgewogene Mundflora und reduziert Zahnbelag. Dann habe ich hier diesen Shower Fresh, ein Deo mal gekauft, Rexona. Kenne ich nicht. Ich hatte früher von Rexona mal diese Roll-On-Stifte. Ich habe mir jetzt mal so ein Deo-Spray mitgenommen. Schauen wir mal. Ich hatte da mal Lust drauf. Ich wollte keinen Roll-On, ich wollte mal ein Spray haben. So, ihr seht diesen Nagellack hier. Das ist so eine Beerenfarbe. Der ist von der Firma Essence, nicht Essie. Das ist so ein billiger, der sprang mir direkt ins Auge. 73 More Than a Feeling. Das ist so eine beerige Farbe. Mir ist doch aufgefallen, dass... Ich zeige jetzt die ab und zu mal auf und ab, die Brille. Damit ihr die Ringe nicht immer seht. Die Schaufenster sind ja jetzt schon mit Herbstsachen gefüllt, bestückt. Und es ist viel Camel, es ist viel Bordeaux, es ist viel Rot. Viel kariert. Rucksäcke, Leute, Rucksäcke. Hätte ich nur meine Rucksäcke nicht weggegeben und verkauft und verschenkt. Und Rucksäcke und diese Bauchtaschen. Ich meine, die jungen Mädels, ich habe auch so eine, naja, von so einer Outdoor-Firma. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Keine Ahnung. Also wenn man so raus in die Natur geht oder mit dem Hund, dass man so ein bisschen Zeug da so einstecken kann, ohne mit einer Handtasche zu rennen. Aber dass diese Bauchtaschen wieder salonfähig, also in den 90ern hatte ich ganz toll, ich hatte sogar von Chanel mal eine, so eine gesteppte, die ist, weiß der Teufel, wo sie ist. Also Bauchtaschen und Rucksäcke, also Rucksäcke sind wieder ganz, ganz alltags-city-tauglich, schick, Mode, die modebewusste Frau trägt einen Rucksack. Naja, jedenfalls, weil die Farben so rot und Bordeaux und Camel, dachte ich mir, nehme ich mir mal diese Farbe mit. Die sind ja sehr günstig, diese Lacke von Essence. Sind nicht so gut wie die von Essie, aber sie sind auch okay. Ja, bleiben wir mal bei den Farben. Dann weiterhin, ich muss wieder Leute die Brille aufsetzen. Das ist von Catrice, das ist so eine Lippenbutter. Die hatten wir auch von NYX, ne? Also das ist eine Lippenbutter, also Butter mit Chia Butter, das ist irgendwie, auch keine Ahnung, die ist so klein geschrieben. Ist eine schöne, das ist eine Farbe. Ja, die so bräunlich Nut, ne? So, wie heißt die denn? Man kann das, ich kann es nicht mal mit Brille lesen. Keine Ahnung. Und dazu, das ist von Trended Up eine Palette. Die fand ich richtig klasse, weil, wie heißen diese Palette? Hochpigmentierte Lidschattenpalette, 020 nur. Eine Kombination aus matten und schimmernden Texturen. Die Kosmetikindustrie, also die dekorative, die springen jetzt natürlich alle wieder auf Go-Bronze. Also es wird also ziemlich, ich kriege das nicht auf, so bronzig wird das, also bronzig, rötlich, das sind so die Farben. Ich möchte jetzt nicht mit dem Finger reingehen, ihr wisst warum. Kostet 5 Euro noch was. Ob das jetzt Trended Up oder Catrice oder L'Oreal oder Maybelline, die haben alle so diese Farben.
bei den großen, also bei Douglas war ich noch nicht. Das sind jetzt so meine Drogerieerfahrungen für den Herbst. Es wird also bräunlich, erdig, beerig. Und dazu werde ich, oder damit werde ich auf jeden Fall mal einen Look schminken. Die hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dieser Opulenz von Zoeva. Habe ich schon mal nachgeschaut. Ist jetzt nicht Dupe, aber es sieht ähnlich aus. So, und dann die neueste Neuheit von Garnier ist diese Maske. So, und da bin ich, also da bin ich wirklich Fresh Mix Tuchmaske mit Vitamin C. So, diese Maske, das ist zweigeteilt. Das ist einmal ein Tuch, das ist hier drin. Und dann ist hier so eine, das seht ihr vielleicht, seht ihr das? Ist diese, so ein Serum, so eine Flüssigkeit. Und ich habe das noch nicht ganz rausbekommen, wie man das macht. Das werde ich auf jeden Fall mal vorführen. Also diese Maske, die macht man sich selber. Das heißt, man öffnet es irgendwie und dann öffnen, also man ist so perforiert hier. Und dann öffnen sich diese Kammern und dann läuft diese Flüssigkeit in diese Tuchmaske. Und dann hat man also eine Tuchmaske, die man sich aufgibt mit Vitamin C. Ich habe die jetzt mal gekauft, um euch das vorzuführen. Also mit diesem Mixfit Vitamin C. Was natürlichen Ursprungs sogar belebt. Super einfach anzuwenden, da bin ich echt mal gespannt. Also die kostete 3,95, finde ich ziemlich teuer. Normalerweise kosten die Masken von Garnier ja 1,95. Aber es wird hier ganz gut erklärt, wie man diese Maske anwendet, also wie das funktioniert. Bin ich selber mal gespannt. Am besten probiere ich das mit euch zusammen aus. Das wird bestimmt lustig, wahrscheinlich. Naja, gut. Das war jetzt so ein kleiner Haul. Ja, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich speziell mal so ein Abschminkvideo mit Kokosöl mache. Aber das Thema Kokosöl ist ja nun gerade irgendwie Thema Nummer 1 auf YouTube besonders, weil da so eine Professorin, die Professor Michels hat da wohl von irgendeinem Institut, die hat da also einen Vortrag gehalten über 50 Minuten über Superfoods, unter anderem über das Gift Kokosöl. Also Kokosöl ist jetzt Gift. Die sagt wortwörtlich, das ist das reinste Gift, was wir zu uns nehmen können. Ja, da gibt es natürlich 100.000 Gegenstimmen. Und also ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ja, und die Biomärkte stehen alle, also mit der, ne, die sind alle gekauft von der Werbung und das ist ja ganz schädlich für uns. Ist ja schlimmer als Schweineschmalz, also wenn wir es zu uns nehmen. Also ich benutze Kokosfett auch gelegentlich zum Kochen, aber doch mehr so zur Pflege. Ob das jetzt für die Fingernägel sind, ist oder besonders zum Abschminken, weil ich finde, das Augen-Make-up lässt sich super damit abschminken, man kann es auch als Pflege aufgeben. Ich bin damit sehr happy, aber laut Professor Michels ist es ja Gift für uns, das Schlimmste, was wir uns antun können. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also man wird doch so ziemlich verunsichert als Verbraucher, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob ich damit unbedingt ein Video jetzt hier mache über dieses Kokosfett, mit Kokosfett. Es ist allerdings, ich wende es ja äußerlich an, aber ich werde trotzdem damit kochen. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht, wie ihr das seht, ob ihr das überhaupt mitbekommen habt. Naja, gut, also es gibt immer wieder was, ne? Das berühmte Sommerloch. Dieses Kokosöl, die sagt wirklich mehrfach in den ersten 20 Minuten schon, wie giftig das ist. Es ist pures Gift. Dann frage ich mich, wenn wir aber Abgase einatmen, ist das nichts oder was? Ist ja auch nicht die Frische pur, ne? Naja, egal. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mir zugehört habt, zugeschaut habt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen. Der Link ist oben auf meiner Kanalseite. Würde ich mich sehr freuen. Und über ein Abo ebenfalls, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Wie gesagt, ein wunderschönes Wochenende. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.